Heute soll es also um die große Wahrheit über Krass-Klassenfahrt gehen, richtig? Ja, bitte, ich kann das nicht mehr. Und es gibt alle Infos zur neuen Staffel, also auf jeden Fall dranbleiben. Okay, erstmal, moin Jonas, ich bin dein Social-Media-Therapeut. Willkommen. Nein, du bist Jonas mit einem Sakko an, was mich gerade zu der Frage bringt, ob ich den Verstand verliere. Psst, ich stelle dir heute alle Fragen über Krass-Klassenfahrt, die sonst niemand stellt. Es wird befreiend, erlösend. Endlich mal offen über Krass-Klassenfahrt sprechen. Also, was gibt's? Ich hasse Reaction-YouTuber, die machen mich fertig. Na hoppla, ist das nicht ein bisschen pauschal? Nee, die fucken mich einfach ab. Weißt du, reagieren immer auf alles, ohne den Kontext zu kennen. Haben eine Meinung über jeden, ohne sich einmal richtig zu informieren. Ich habe keinen Bock, dass unsere Formate ständig falsch verstanden werden. Clickbait, nackte Haut, nicht jeder ist ein erfahrener Schauspieler. Was gibt's da noch falsch zu verstehen? Das ist RTL-Müll. Naja, Revi sagt zum Beispiel, dass unser Format super cringe ist. Anders seltsam. Anders seltsam. So, Montana Black nennt's krass Affenfahrt. Gründer von krasse Klassen... Affenfahrt oder wie die Scheiße heißt? Ja, ich meine, Revi reagiert so auf Krass-Klassenfahrt, als wäre das, was da passiert, ernst gemeint. Ich meine, klar so, das Original Krass-Schule, das will nicht witzig sein, hat irgendwie so einen echten Doku-Stil und ist ja auf jeden Fall auch ernst gemeint. Aber Krass-Klassenfahrt, das ist ja eine Comedy-Parodieserie auf ein bestehendes RTL-Format. Das fuckt einfach ab, wenn es dann, ja, keine Ahnung. Moment mal, also fährt bei euch gar keine echte Klasse auf Klassenfahrt? Nein, das Ding ist ja, wir machen das ja alles mit Absicht. Also auch der Cringe ist ja zum Beispiel als extra Humormittel mit da. So, wir erzählen ja auch eine Kameracrew, die vor Ort ist, weil das ja bei Scripted Reality immer so super absurd ist und deswegen gibt es bei uns diese Kameracrew, die dann einfach auch so bei Sexszenen und so weiter mit im Raum ist. Aber wir erzählen das halt, weil das ja alles so keinen Sinn ergibt. Machen uns einfach über die ganzen Stilmittel lustig, wollen das einfach hops nehmen so und überzeichnen ja deswegen auch die Figuren total. Lass mich mal einen Punkt machen. Vielleicht ist es ja einfach super schwer, etwas zu parodieren, was von Natur aus schon super absurd und irgendwie unfreiwillig komisch ist. Aber die meisten Zuschauer verstehen es doch, oder? Ja, schon. Am schlimmsten sind die Zuschauer, die nur eine Folge in den Trends sehen und dann denken, RTL hätte das Ganze produziert. Aber das ist ja spannend. Sind Krass-Klassenfahrt und Villa der Liebe gar keine RTL-Produktion? Die Fragen kommen halt wirklich immer. Also wir sind halt ein kleines Team, das das produziert. So vor Ort, haben eine geile Zeit, immer mit den ganzen Leuten, drehen eine Staffel in einer Woche. Keine Ahnung. Und Jonas und ich schreiben halt die Drehbücher und führen Regie. Lieber Jonas, was habt ihr denn für die neue Staffel geplant? Schön, dass du fragst. Wir haben zwei neue Schülerinnen am Start. Nika, Sophie und Sklina sind wieder dabei. Und wir haben heftige Gaststars. Jan und Tim von Gewitter im Kopf und Revi werden am Start sein. Ah, das ist doch der aktuell eure Lehrerin für Klicks ausnutzt, oder? Bisschen cringe, ehrlich gesagt. Aber auch wie gesagt, hier noch so ein Ring. Mhm. Möchtest du den haben? Nein. Gut. Was unterscheidet euch denn noch vom so ernst gemeinten Original? Naja, wir versuchen uns auch an deepen Storylines, wollen die richtigen Botschaften senden. Oh, diese Staffel auch? Ja, also diese Staffel geht's um Bitches. Geht's das nicht immer? Nein, ums Bitch-Sein. So, also du wirst verstehen, wenn du es ansiehst. Also meint ihr gewisse Elemente auch ernst, oder nicht? Ja, also da gibt's halt auch einen einfachen Grund für so. Also wenn das zu 100% nur eine Parodie ist, dann entsteht halt null Bindung zur Story und zu den Figuren. Aber im Kern ist es halt als Comedy-Serie gemeint. Sie sahen den traurigen Versuch eines verzweifelten Produzenten, der Trash-Serien produziert und ehrlich gesagt persönlich auch ein bisschen cringe ist. Hey, Moment mal, ich sitz noch hier. Diese verfickte zweite Stimme im Kopf. Ah, sorry. Dann folgendes Urteil. Krass-Klassenfahrt ist wie ein gut aussehender Autounfall. Man kann und will nicht wegsehen. Nicht unfreiwillig komisch, sondern gewollt witzig. Moment, also sagen wir so, eine emotionale Comedy-Serie. Ich verschreibe Ihnen den Staffelstart am 22.06. Das wird ein Fest. Habe ich mich jetzt gerade wirklich selbst interviewt? Naja, ehrlich gesagt, besser als sich eine Perücke aufzusetzen und im Gegenschuss zu behaupten, jemand anderes zu sein, ne? Oder einen Babyfilter zu benutzen. Bald gibt's dann übrigens den großen Real Talk von Jonas und Jonas, also nicht diesen beiden Jonas, sondern zwei echten Jonas, also kein Selbstgespräch von den beiden Produzenten Jonas. Boah, das ist kompliziert. Zu Krass-Klassenfahrt. Alle Wahrheiten über Krass-Klassenfahrt. Wollen Sie sich einfach nur Girls am Set klären? Schreiben Sie sich Sexszenen ins Skript? Wer hat eigentlich was mit wem und so weiter im Skript und auch in echt? Und wie wird eigentlich das Ganze produziert? Was wird damit eigentlich verdient? Der ganz große Real Talk ist das ernst gemeinte Schauspiel zu dem Format. Deswegen auf jeden Fall hier ein Abo dalassen, wieder einschalten, dieses ganz, ganz bald wieder zu diesem Video. Das wird wirklich, das wären so viele krasse, krasse Erkenntnisse. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like da und wir sind ganz bestimmt ganz bald wieder. Bis dann und ich bin kein Therapeut.